Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der Leprechaun Filmreihe. Jetzt sind wir schon bei Teil 3 angekommen. Leprechaun 3, tödliches Spiel in Las Vegas. Ja, wir sind tatsächlich jetzt in Las Vegas und der Film ist aus den Jahren 1995 und geht ganze 93 Minuten lang und ist, glaube ich, der einzigste Teil, der ab 18 freigegeben ist. Und das zu Recht. Da kommen wir gleich noch zu. Ihr wisst, über die Mediabox habe ich schon genug gesagt. Hier sind alle 6 Teile drauf. Die Mediabox gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Nur das Problem ist hierbei, ihr wisst es, die Dinger gehen kaputt. Das heißt, diese Teile, ich habe sie jetzt ein bisschen festgekriegt, aber diese Teile, wo die dran hängen, diese DVD-Halter, die brechen ständig ab. Und das ist ärgerlich für so eine Mediabox, da die ja um die 60, 70 Euro kostet. Von daher, ja, genau. So, wir hatten jetzt den ersten Teil, den zweiten Teil und jetzt den dritten Teil. Und es ist eigentlich immer so gesehen, keine Fortsetzung, sondern ein eigenständiger Film. Denn immer, bis jetzt zumindest, gab es immer einen neuen Leprechaun, aber immer gespielt von Warwick Davis. Der sich hier übrigens in seiner Rolle immer auslässt. Und in dieser Rolle hat er mal alles gegeben. Also ich finde das geil, wie er das spielt. Er spielt so ein bisschen übertrieben, er macht seine Reime. Wiegt dabei ein bisschen, er macht seine Witze, aber er wiegt immer noch bedrohlich auf eine Art und Weise, die er eigentlich hier super spielt. Also er tobt sich richtig aus. Ich glaube, er hat richtig Spaß an dieser Rolle. Er hat sie ja auch schließlich 6-mal hintereinander gedreht oder gespielt. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Ich weiß, es gibt zwei Leprechaun-Filme, die werde ich mir danach auch noch anschauen, wo Warwick Davis nicht mitspielt. Da werde ich mal drauf achten, wie das dann umgesetzt wird. Weil bis jetzt spielt er hier ja eigentlich immer gleich, aber eigentlich auch immer an einen anderen Kobold. Es ist immer ein anderer Kobold, weil bis jetzt sind ja, außer in Teil 1, also in Teil 2 ist er ja, gestorben. Jetzt in Teil 3, ich werde hier übrigens noch mal ein bisschen spoilern, in Teil 3 ist er gestorben. In Teil 1 gibt es ja offiziell eine Fortsetzung, die aber gerade erst gedreht worden ist. Aber ist ja auch egal. So, jetzt kommen wir zu Leprechaun 3, tödliche Spiele in Las Vegas. Ich sag's ganz ehrlich, ich hatte Angst gehabt, dass dieser Film richtig scheiße wird. Denn das war der erste Film, der nicht im Kino lief, sondern direkt auf auf VHS-Kassette erschienen ist. Genau, er lief nicht im Kino. Ich hatte Angst, dass das jetzt ziemlich billig wird, weil das Budget wird ja dann geringer. Und nein, überhaupt nicht. Der hat mich nochmal richtig geflasht. Ich muss sagen, ich hatte sogar noch ein bisschen mehr Spaß als sogar in Teil 2, weil hier haben die sich einfach ausgetobt. Einfach ausgetobt. Die Handlung, macht die Sinn? Nein. Macht gar nichts Sinn. Das ist wirklich eine Story, die ganz leicht dahingeschrieben worden ist, die aber sehr unterhaltsam ist. Und das ist immer so den Leuten, den Zuschauern macht es Spaß, diesen Film zu gucken. Und er war ja auch ziemlich erfolgreich auf Video. Und von daher ist das schon gut. Die Kills in diesem Film sind ziemlich brutal. Meine Fresse, da explodieren Leute. Das heißt zum Beispiel, es ist so, wenn man eine Goldmünze vom Leprechaun hat, kann man sich einen Wunsch erfüllen. Und das ist übrigens in jedem Film, es kommt irgendwie wieder was Neues dazu. Diesmal ist das so, dass man halt eine Goldmünze von Leprechaun bekommt und dann kann man sich einen Wunsch erfüllen und einer hat sich dann hübsch wünschen lassen, dass sie wieder schön aussieht. Und dann kommt der Leprechaun an und sagt so, ja, pass mal auf, deine Titten sind ja schön, dein Popo ist schön, deine schönen Lippen. Und dann hat er die mal so aufgepumpt, er kann ja ein bisschen zaubern und dann explodiert die Frau. Und dann kriegt die so Brüste, so einen Arsch und so Lippen und dann explodiert der Kopf, der Arsch, die Titten, alles weg. Und das ist eine brutalste Art, da werden Leute zersägt, Augen werden rausgepickt. Also die Szenen sind ziemlich brutal in diesem Film. Also wirklich, da sparen die an nichts. Die Spezialeffekte sehen sogar für 1995 ziemlich gut aus. Übrigens, 1995 kam auch Showgirls raus. Also viel in Las Vegas irgendwie in diesem Jahr. Leaving Las Vegas kam da wirklich auch raus. Also ziemlich viele Filme 1995, die in Las Vegas stattgefunden haben. Dann haben wir noch etwas ganz Neues, denn wir haben einen Gegenspieler, der heißt Scott. Der hat aus Versehen diese Goldmünze bekommen, hat sich dann gewünscht, er könnte in Las Vegas dann, er könnte nie verlieren, gewinnt dann natürlich auch. Und der Leprechaun ist natürlich immer hinter sein Gold her. Und dann kämpfen die zusammen gegeneinander, Scott und der Leprechaun, und dann wird er gebissen von Leprechaun.
Da Scott aber ein Messer hat, sticht er auch noch auf den Leprechaun ein. Er blutet und das Blut vermischt sich dann mit Scott und er verwandelt sich auch in einen Leprechaun. Das heißt, wir haben hier zwei Leprechauns sogar und die kämpfen gegeneinander. Also die Ideen finde ich gar nicht schlecht. Also dann haben wir so zwei Leprechauns, der eine, der sie verwandelt immer mehr und mehr zum Leprechaun, der aber auch diese Kräfte nachher hat wie ein Leprechaun. Fand ich geil. Also es gibt nachher einen geilen Kampf, also auch immer wieder an dem Film. Klasse gemacht. Dann haben wir ja auch hier so, so eine Roboterfrau, so eine Roboterfrau mit Brüsten, die auch jemanden im Bett killt. Und wir haben hier echt coole Szenen. Wie gesagt, Warwick Davis ist hier drin wieder brillant. Also in diesem Film, also so gut unterhalten wurde ich schon lange nicht mehr in einem Horrorfilm. Der erste Teil, kann man sagen, war ein richtiger Horrorfilm. Der zweite war auch eine Horrorkomödie und dies hier sehe ich auch als Horrorkomödie. Die sich nicht ernst nimmt, die nimmt sich wirklich nicht ernst. Das finde ich super. Und deswegen funktioniert der Film auch. Deswegen funktioniert der Film auch. Mit kleinen, netten Ideen. Natürlich ist das Rad nicht neu erfunden worden. Der Leprechaun ist immer noch hinter seinem Gold her. Es gibt hier und da ein paar Kills, aber wir haben Las Vegas dabei. Es sieht immer schön aus, wenn er da so rumrennt in Las Vegas. Schon cool gemacht. Wir haben Zauberer dabei. Wir haben Spielcasino dabei. Wir haben einen üblen Boss, dann haben wir zwei Gangster, die Geld haben wollen. Und wir haben eigentlich alles in einen Film gepackt in 93 Minuten. Es wird komplett nicht langweilig, sie rennen, der eine verwandelt sich, es gibt einen schönen Endkampf und man erfährt wieder neue Sachen über Leprechaun. Es macht einfach Spaß, diesen Film zu schauen. Und wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, bekommt er wirklich von mir 6,5 Punkte, zwischen 6 und 7 Punkte. Es ist kein Meisterwerk, nein, aber es ist ein schöner Film für 1995, klasse. Und jetzt habe ich aber langsam die Befürchtung, jetzt kommt nämlich der vierte Teil, den ich mir anschauen werde, und der ist im Weltall, Leprechaun in Space. Ob das jetzt nicht ein bisschen zu trashig wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird das auch einer meiner Lieblingsteile der Reihe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Bock, es macht richtig Spaß, die Filme zu gucken. Also ich gehe wirklich abends nach Hause und denke mir, welchen Film guckst du jetzt als nächstes an? Ja, und dann liegt ja meine Kollektion da und ich denke, komm, haust hier heute Abend nochmal Leprechaun rein, holst eine Chipstüte dabei und guckst dir den Film an und du hast einen wunderschönen, unterhaltsamen Abend. Das war gestern Abend auch so. Genau so war das. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, das war meine Bewertung zu Leprechaun 3. Ja. Ich glaube, ihr müsst nicht lange warten, bis die nächste Review kommt zu Leprechaun 4. Auf jeden Fall anschauen und falls ihr Lust habt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.